Hi ho und willkommen. Ja, hier hat das Event wieder neu begonnen. Pff, müssen wir da unbedingt mitmachen, Bruder? Müssen nicht. Du Müssen kannst. nicht. Ich nehme sie mal mit, weil gibt's immer Punkte. Ja, hast du auch wieder recht. Ja, momentan steht das Spiel zwischen mir und dem Buddha unter keinem guten Stern. Wir kämpfen hier mit argen Tonproblemen. Deswegen hatte der Buddha auch in der letzten Folge ja eigentlich nichts gesagt, weil ich überall und nirgends war. Also ich konnte ja, wie man es halt von Star Wars kennt, wenn ich halt Internetproblemchen habe. Mal bin ich Ne. hier, mal bin ich da. Ja, war alles ein bisschen komisch hier. Ja. Also im Moment bist du nicht mehr so abgehackt wie vorher. Das ist schon mal gut. Aber dennoch grisselig, ne? Ja. Geht. Vielleicht pendelt sich das noch ein. Ich hoffe es, ey. Ja, weil wenn es weiterhin mit dem Ton nicht besser wird, können wir das knicken, weil wer will das schon, sag ich mal so, dass also auf meiner Seite aus klingt alles einwandfrei, einwandfach super, da kann man gar nicht meckern. Aber beim Buddha höre ich mich einfach schlecht an. Naja, ich habe jetzt keine Beweismittel, sag ich mal, aber klingt schon komisch. Ich weiß auch nicht, was wir jetzt hier wollen. Ich suche den Weg. Ich Den Weg suche da. den Weg zu den unentdeckt zu der unentdeckten Sehenswürdigkeit. Na, hier lang. Das Tolle hier finde ich auch, wenn hier tote Mitspieler in der Gegend rumliegen, die kann man einfach wiederbeleben. Das finde ich echt klasse. Du kannst auch Verbündete wiederbeleben. Wenn jetzt so also vom Spiel aus NPCs hier tot rumliegen, dann kann man die auch Ach so? wiederbeleben. Das wusste ich gar Naja. nicht. Cool. Warte mal, ich kann hier einen jungen Raben zähmen. Ihr konntet folgende Kreatur zähmen, junger Rabe. Der Also, Rabe weil. ist schlau und durchtrieben. Seine Intelligenz macht ihn zu einer hervorragenden Späher. Im Kampf weicht er Angriffen aus und zielt auf die Augen der Gegner, um sie erblinden zu lassen. Acht. Möchte ihn jetzt ausrüsten? Habe ich jetzt einen Raben? Cool. Der Rabe sieht alles Das habe ich und schon hört gesehen, alles. dass du als Waldläufer Tiere zähmen kannst. Und wo ist jetzt meine Mieze? Na, die ist weg. Entweder nimmst du einen Raben mit oder die Mieze. Wie komme ich an meine Mieze wieder ran? Das weiß ich nicht. Na, wie hast du denn deine Mieze aktiviert? Gar nicht, die habe ich von Anfang an gehabt. Warte mal, mach mal H an und kannst du da irgendwo was Na, machen? Ich habe bei gesehen. H war ich ja gerade. Ich weiß auch, dass du den Viechern nur Namen geben kannst. Garderobefarben, Kleidungssets, Miniaturen. Aber Miniaturen sind ja keine. Sind ja keine Tiere. Ich kann ja mal kurz im Internet gucken. Wie heißen die Tiere oder wie nennen die Gefährten, sich? oder? Tiergefährten. Auswählen.
Tiergefährtenverwaltung ist unter H. Auf das Symbol links neben dem aktuellen Namen des Tieres. Dann öffnet sich ein neues Fenster. Tiergefährte umbenennen. Also wenn du H drückst, musst du auch da Tiergefährtenverwaltung kommen. Ausrüstung, Garderobe, Farben, Kleidungssets, Miniaturen. Ich kann dir da nicht helfen, ich habe keine Tiergefährten. Ja. Bild. Slotfähigkeit. Bei Ausrüstung ist da nicht Schnee. Nee. Ich habe da Ausrüstung, Garderobe, Farben, Kleidungssets, Miniaturen, Ja. Todesstöße. Ja, das habe ich da auch. Der Rabe hat ein Rätsel für euch. Ja. Aber auch den Raben finde ich da drin nicht. Es ist ja genauso ein. Hast du oben da was bei Held, wo Held steht? Daneben steht plus Ausrüstung und H. Bei Training irgendwas? Nein, eigentlich auch nicht. Kannst ja nur die Punkte trainieren. Tja. Bei Held Ausrüstung selber? Also jetzt, wenn du bei Ausrüstung gehst und dann auf Ausrüstung drückst, da irgendwo was ist? Tja. Kann ich dir nicht helfen? Weiß ich nicht. Ich kenne mich hiermit nicht aus. Nee, da bin ich auch. Weil, wie gesagt, Schreibt's in die Kommentare. im Internet halt geschrieben. Aha. Naja, die brauchen ja nicht in keine Kommentare schreiben, wenn wir dann jetzt, sag mal, in der nächsten Pause das finden. Wenn wir's finden. Ja. Der Rabe sieht Guck noch mal alles, unter was weiß anderes hier. alles. Wo Inventar? Nein, das wäre ja Schwachsinn. Eine gebührende Belohnung. Drück mal K. Hallo? Passiert gar nicht. Passiert nichts? Nö. Was soll bei K sein? Tierverwaltung Tiergefährten hat den ja geschrieben, K. Na toll. Guck doch mal in der Option. Warte mal, gibt es da nicht irgendwo eine Tastaturbelegung, weil welches Ding hier ist? Option, Tastaturbelegung. Bei Steuerung. Da wirst du da irgendwo was stehen. Ja, Tiergefährten-Dialog ist K. Öffnet, schließt den Tiergefährten. Tiergefährten wechseln im Kampf, aber dafür gibt es keine. Ach nee, schaltet.
Schaltet den Tiergefährten von Kampf vermeiden auf Bewachen um. Ist ja auch nicht das. Kommt und stellt euren Verstand auf die Probe. Der Rabe hat ein Rätsel für euch. Hier aber guck mal, wenn ich H drücke, dann steht da auch, öffnet, schließt den Heldendialog. Ja, das ist, aber eigentlich ist ja H, also meiner Meinung nach, der Charakter, also zum Bearbeiten. Ja, dann müsste ja Tiergefährten-Dialog, dann heißt das da Dialog. Und da passiert nichts? Nee, gar nichts. Das ist natürlich schön, weil wenn du jetzt hier, jetzt kannst du das nicht auswählen oder was? Jetzt kannst du den nicht mal wechseln, den euren Raben da. Eine Skill-Leiste irgendwo, was, wo du was ändern kannst. Ich habe hier zum Beispiel auf der rechten Seite so Pfeile drüber, über die Skills. Ist da irgendwo was? Was du ändern kannst. Mm-mm. Na, kann ich dir nicht helfen. Oder dann bin ich überfragt. Ich auch. Ich meine, der kann ja nicht weg sein. Nee, das glaube ich auch nicht, dass der weg ist. Muss man im Chat schreiben. Wo denn Leopard hin ist. Du hast jetzt einen Raben, wie man den wieder wechselt. Das finde ich übrigens auch total klasse. Das ist halt wie so eine Comic-Sprechblase. Über einen wandert. So, was hier oben schon hier ist, dieser der Aussichtspunkt hier. Nee, dieser Aussichtspunkt nicht, aber der. Nee, hier oben kann ich ja noch nicht gewesen sein. Ah, jetzt habe ich ihn freigeschalten. Yay! Und wenn du jetzt hier rüber springst. Boah. So, dann kannst du hier nämlich hochlaufen. Hast du das selber rausgefunden? Ich hatte jemanden gesehen, der hier oben war und konnte mir dann irgendwie denken, weil ich war schon mal da oben gewesen und da ist jemand hochgesprungen gewesen. Ah. Ja. Nun los. Los, komm, du Vetter. Na, aber... Meine Fresse, ey. Ah, gibt's hier noch ganz schön andere. Ja, oh ja. Gibt hier einen, den habe ich selber rausgefunden. Ja, da musst du tauchen. Musst du erstmal kommen, unter Wasser. Shane sieht's da aus. Yeah, wieder neue Erfahrungspunkte. Dann können wir hier runterrutschen. Den Buckel. Hast du jetzt eigentlich allgemein geschrieben oder hast du? In der Hauptchat. Na, weil wenn ich jetzt hier aufmache, Chatbox anzeigen, dann steht bei mir erstmal hier Gruppe. Dann könnte ich dir schreiben. Achso, das ist blau. Und sagen ist grün, okay. Naja, weiß man ja alles nicht. Nee, muss man ja erstmal rausfinden. Wir sind ja doof. Ja, wir sind halt Anfänger, ne? Besonders wir sind, wir werden auch noch mit Level 80. Doof sein. Doof sein, aber richtig doof. Mit dem Kater los. Hier liegt ein Toter, den würde ich gerne mal wiederbeleben wollen, damit man das auch sieht. Darfst du ja nicht. Nee. Nee. Dann drücke ich F. Wenn es wir das machen, dann wird es jedes schneller. Ah, sieh an. Das ist aber eine schlechte Kriegerin.
Wer hat dies nur bis hierher geschafft? Tja. Dies ist eine schlechte Zeit zum Reisen. Ja, sehe ich auch so. Juti. Wieso hat denn hier Musik? Ich hatte hier auch gerade ein bisschen, das ist, wenn irgendwas hier, keine Ahnung. Das ist gut, also. Besser ausdrücken hätte man ja gar nicht können. Das ist von Anfänger für Anfänger. Das hatte ich auch. Das war für, ja. Nicht? Kann man ja mal so sagen. Oh, geil. Okay. Aber. Ja, wir sind doof und bleiben doof. Das war wie eine Fanfare, ja. So richtig so ein tiefes Horn, so. Ja. Wahrscheinlich diese. Ja. Ich habe heute leider kein Foto für dich. So, wo müssen wir denn jetzt lang hier? Ich renne hier irgendwo. Wie auch lang. Immer, darf ich jetzt mal ganz kurz dich unterbrechen? Bis demnächst. Oh, jetzt ist denn die Folge ja, mal schnell vorbei. Jetzt, wo er anfängt mit Plappern, da müssen wir aufhören. Ja, wer Star Wars guckt, der weiß warum. Genau. Also, bis demnächst. Ciao, ciao.